Ja, sehr gut. Wieder eine Etage höher. So, was ist hier? Befindet sich da vielleicht noch irgendwas in der Ecke? Da kommen wir noch eine Etage höher, aber ich glaube... Ja, dafür haben wir zu kurze Arme. Da kommen wir nicht hoch. Es sei denn, wir kommen... Moment. Es sei denn, wir kommen von da hoch. Ja, das könnte funktionieren. Sehr schön. Ja, so habe ich mir schon gedacht. So, jetzt sind wir noch eine Etage höher und da guck einer an. Da bekommen wir noch einen Schlüssel. Den habe ich schon gesehen. Von weiterem. Aha. Waren wir hier schon mal? Fast so. Was passiert, wenn ich das da mache? Hm, fast nichts. Okay, das ist zu akzeptieren. Mir ist gerade unschlüssig darüber, wo wir jetzt hinlaufen sollen. Das Level ist auch wieder so riesig groß, ne? Oh, Alter. Aber da hinten beim Schiffsrumpf, wo wir uns eben so dämlich haben fallen lassen, da war noch eine Tür. Da war noch eine Tür, die haben wir gesehen. Ne? Ist da die Frage? Müssen wir da auch tatsächlich hin? Das ist die Frage. Oder müssen wir zuerst noch woanders hin? Ich meine, wir haben alle Geheimnisse gefunden. Das ist schon mal gut. So, hier speichere ich wieder, weil es kommen wieder so tolle Sprünge, die mir so ans Herz gewachsen sind, dass ich gar nicht mehr missen möchte. Missen möchte, MM. So. Das haben wir... Ach so, warte. Wir können uns ja hochziehen. Und das müsste ja da hinten dann sein, meiner Meinung nach. Da war das Geheimnis. Dann wollen wir mal darüber fliegen. Ah, ich habe sie gesehen. Guck mal. Können wir uns die von hier oben holen? Das wäre natürlich göttlich, weil ich glaube... Ich hab... Sind die jetzt... Ne, ich hab sie doch... Da. Ja, die können wir uns holen. Sehr schön. Einen haben wir. Ich habe nämlich keinen Bock, dass die uns da nochmal das... Ah, guck mal, der Lümmel, der läuft genau unter uns rum. Also das heißt, der kommt immer mit uns. Der müsste jetzt gleich eigentlich nochmal rauskommen und wieder im Kreis gehen. Warte kurz. Komm schon. Da ist er. Genau. Wenn ich jetzt hier lang laufe, folgt er uns dann. Alter, ich bin so doof. Wollte ich mal cool sein und... Mann! Ich will einfach immer zu viel. Nicht aufgepasst und schon hängen wir da. Beziehungsweise liegen wir da unten tot. So. Den haben wir. Und der andere, wo ist der? Da. Da ist die Tür. Genau. Der folgt uns auch noch. Alter! Und... Nee, oder? Alter, ich raste gleich aus. Verdammt. Es ist, also mit dem Flammenwerfer-Typen ist echt nicht zu spaßen. Wir müssen uns die irgendwie von oben holen. Sonst haben wir keine Chance, sonst gehen wir drauf.
komm, schieß nur, von hier unten kriegst du mich sowieso nicht. Das wäre keine Granate. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ich krieg hier noch die Krise. Spiel. Müssen uns irgendeine Taktik überlegen. Ja, wie wir erstmal hier dran vorbeisegeln. Oh, es geht schon wieder los. Es gelingt wieder nichts. Kaum nehmen wir über eine Stunde auf, fängt es wieder an, dass wieder nichts gelingt. So eine Scheiße. So. Das sieht schon besser aus. Das darf doch nicht, also nicht wahr sein. Wir müssen uns diese Strolche irgendwie holen. So, einen haben wir. Der andere, der schießt unablässig nach uns. Nein, das ist der da unten. Ah, nein, das ist der im Kreis läuft. Wie soll ich denn den kriegen? Ich muss den irgendwie locken. Warte kurz, ich speichere mal hier an dieser Stelle ab. Ich bin jetzt mal ein bisschen schlauer als sonst. Das muss doch irgendwie zu machen sein mit denen. Der kommt jetzt da nach unten. Da ist er. Alter, ich glaube das nicht. Das ist es. Oh, ich könnte gerade ausrasten. Wieso kriegt der Sack uns? Gut, dass wir gespeichert haben. So, jetzt hast du verloren. Gerade nochmal gespeichert, dass wir das nicht normal machen müssen. Das ist so fies mit diesen blöden Fritzen da. So, jetzt können wir auch getrost uns runterfallen lassen und dann haben wir es hoffentlich gepackt. Ich habe keine Lust mehr, dieses Level. Also, Alter. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. So, haben die wenigstens was fallen lassen? Ich würde mal vermuten, nein. Nee, der hat auf gar keinen Fall was fallen lassen. Das, huch, das sehe ich dem schon an. So eine komische Mütze. Was ist denn hier los? So eine komische Mütze hat er auf. Das scheint in Mode irgendwie zu sein. So, der hat erst recht nichts fallen lassen. Und wir können hier den letzten Schlüssel einsetzen. Ich gucke mal gerade, wie der nochmal hieß. Storage Key. Aha, also so wie heißt das? Lagerraumschlüssel. Den setzen wir mal ein. Oh, Musik. Alter, was ist das? Was ist das bitte? Was ist das für ein Dingens? Keine Ahnung, ich speichere nochmal ab. Und dann nehmen wir es auf und dann schauen wir, was passiert. So. Aha. Ah, das passiert. Das Level ist rum. 48 Minuten haben wir gebraucht. Ich fange schon wieder an zu schreien hier, weil die Musik so laut ist. 30 Kills, 4,5 Health Packs und 4,1 Kilometer getravelt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
da sind wir auch schon wieder. Oh, was ist denn das, Alter? Was ist hier los? Direkt schon hier. Greifvogel. Blöd, Mann. Da sind wir auch schon wieder zurück. Lara hat wieder die Klamotten gewechselt, aber naja, sie lernt einfach nichts dazu. Sie hat schon wieder keine Buchse an, die adäquat wäre. Die kurze Hose, die muss einfach bleiben. Ich weiß auch nicht, was das soll. Naja. Naja, naja, naja. Wir befinden uns irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind. Ich würde sagen, wir speichern mal wieder ab. Warte kurz. So, damit wir hier das mal wegkriegen, diese komische Unterwasserwelt. Auf jeden Fall haben wir die Welt gewechselt. Wir sind jetzt irgendwie auf Schnee. Wie gesagt, Lara hat wieder eine falsche Buchse an, dafür ein Ranger, Ranger-Lederjacke oder was das sein soll, den sie wahrscheinlich gerade im Flieger gefunden hat. Wir haben es geschafft, uns jedenfalls von der Bohrinsel runterzuschleichen, zu stehlen, zu stibitzen. Und, ja, ich weiß ja auch nicht, was. Ich wollte eigentlich eine Aufnahmepause machen, aber jetzt irgendwie. Wir können ja mal noch gucken, was sich da verbirgt. Sind wir irgendwo. Was war das? Sind wir irgendwo im Schnee unterwegs? Das erinnert mich wieder an das erste Spiel. Ja, das war's dann wohl. Ja, da sind wir schon wieder gestorben. Ich wusste gerade nicht, was ich tun sollte. Das war natürlich schlau. Gott sei Dank haben wir gespeichert. Aber kaum bist du da im Level, greift da so ein Federvieh an. Was soll das? Also. Sind wahrscheinlich irgendwo. Sind wir wieder in China oder was? Ich meine, wir haben so ein komisches Ding gefunden. Da muss ich aber auch noch erstmal gucken, was das überhaupt ist. The Seraph. Seraph. Oder Seraph. Keine Ahnung. Irgend so eine komische Figur, die Arme nach oben streckt und Flügel ausbreitet sozusagen. Eben die Schneebälle, die haben uns jetzt gerade zu schaffen gemacht. Da können wir vielleicht. Warte, probieren mal etwas. Vielleicht können wir über die drüber springen mit Anlauf. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ja, das funktioniert. Das klingt noch ein bisschen angeschlagen, aber da kommen noch welche. Da gehen wir hier mal schnell in die Bucht rein. So, was ist denn das? Oh, das überleben wir wohl nicht. Müssen wir da jetzt durchspringen? Kurz am Kopf gekratzt. Wir probieren einfach mal. Was soll schon passieren? Jo. Das war knapp. Das hätte uns das Leben kosten können. Ich habe gerade das Herz stehen geblieben. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Das war sehr, sehr knapp. Aber wir haben es gepackt. Und du? Müssen wir jetzt ganz da hoch? Ja. Müssen ganz da hoch. Da können wir. Ja, genau. So, stell dir mal vor, wir wären da runtergefallen. Da so. Ja, da hätte man uns können hier unten aufkratzen. So, wie heißt das Level? Ich will nicht speichern, ich will nur gucken. The Tibetan Foothills. Ist das das tibetische Hochland? Kann das sein? Ist das das? Das würde jetzt mal aus dem Kontext schließen, wollte ich gerade sagen. Da ist schon wieder so ein komisches Federvieh. Was ist denn hier nur los? Alter, die Musik. Hörst du auf, mir die Stimmung zu verderben? Der Adler macht sich gar nichts draus. Der fliegt einfach da rum. Das ist dem scheißegal. Da ist noch so ein Ding. Ich hab dich gesehen. Komm schon. Wenigstens immerhin mal nochmal neue Gegner. Aber hier kann man schöne Aussicht genießen. Da unten steht ein Jetski. Ich will Jetski fahren. Ich taste mich mal an die Kante ran. So, schauen wir uns mal ein bisschen um. Oh, das sieht nicht so gesund aus, wenn wir da runterfallen. Da hinten müssen wir auf jeden Fall hin, zu dieser Hütte, zu dem Jetski. Ich möchte nämlich unbedingt Jetski fahren. So.
Hier können wir bestimmt drauf. Genau. So, fallen wir auch nicht runter. So, was haben wir hier? Ah, guck mal, da ist ein Medipack. Da hinten können wir vielleicht drauf. Das ist jetzt natürlich ein bisschen, das ist natürlich knifflig. Müssen wir jetzt da drauf springen? Speichern mal noch schon mal schnell ab. So bin ich nun mal. Okay, das war falsch. Wir laden nochmal. Ah, wir können gar nicht auf die andere Seite springen. Wir müssen sehr wahrscheinlich darüber springen, dass wir zum Medipack kommen. Weil das müsste dann ungefähr so sein. Nee, das war auch falsch. So vielleicht. Ja, das meinte ich. Genau. Da kriegen wir nämlich das Medipack. Aha. So, wie geht's denn hier jetzt weiter? Ich möchte ungern ins Wasser, weil da kommen wir nicht mehr raus. Und ich glaube, das Wasser ist auch nicht so gesund. Ah, doch, da können wir raus. Und da könnten wir auch wieder hochklettern, ne? Genau. Das ist auch nicht so gesund, wenn wir da reinfallen. Also, ungern. So. Und jetzt können wir auch da hochklettern, wo wir eben nicht hochkamen. Es ist schon wieder so eine Kletterpartie. Also, es ist... Naja. Kommen wir auch so auf die andere Seite. So haben wir das Tal überwunden. So. Da ist das. Wir haben kein Medipack mehr, ne? Wir sind auf jeden Fall beim Jetski und da ist irgendwo noch ein Typ, den holen wir uns mit einer anderen Waffe. Das ist mal zu riskant. Wir haben... Doch, wir haben nochmal das große Medipack, was wir gerade gefunden haben. Genau. Oh. Das nehmen wir jetzt auch schnell. Sonst ist es hinüber mit uns. So. Der lässt Gott sei Dank nochmal eins fallen. Das können wir uns wieder nehmen. Aha. Da oben ist ein Gitter. Hat der was fallen gelassen? Ja. Aha. Aha. Automatic Pistols. So, wir gucken uns nochmal schnell ein bisschen um hier. Ach, ne. Gucke mal da. Was ist denn hier los? Den nehmen wir noch mit. Hallo. Oder ist das keine gute Idee? Warte, ich speichere nochmal ab. Nicht, dass da wieder was ausgelöst wird. Ich traue dem Spiel nicht. Aha. Geht das auf? Nein, das geht nicht auf. So, da stehen noch ein paar Skier rum. Eine Hütte, das ist ja auch toll. So, das ist natürlich die Frage, können wir mit dem Jetski fahren? Fahren? Können wir mit dem Jetski fahren? Ich würde sehr gerne mit dem Jetski fahren. Da hinten war noch was. Kommen wir auf die Hütte rauf. Bestimmt, aber da ist nichts für uns. Also, ich gehe mal davon aus, dass da nichts ist. So, sind wir auf der Hütte. Fast auf der Hütte drauf. So, jetzt sind wir auf der Hütte drauf. Nee, da ist gar nichts. Mhm. Da hinten ist ein Tor. Da ist auch nichts. So, ihr merkt schon, ich drücke mich davor, auf das Jetski zu steigen. Und oh, das werden wir gleich tun. So, stellen wir uns hier hin. Und ja, damit würde ich sagen, beenden wir auch hier diese Aufnahme an dieser Stelle. Ich möchte das nächste Mal, wenn wir die Aufnahme wieder starten, in der nächsten Aufnahmesession sozusagen, möchte ich hier auf diesen Jetski steigen. Jetski steigen, genau. Und dann möchte ich mit euch die Reise fortsetzen in Laras Abenteuer hier im tibetianischen Hochland, tibetischen Hochland, wie auch immer. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, fürs immer noch dabei sein. Habt etwas Geduld, das Spiel kann eigentlich nur besser werden, was die Spannung angeht, so von dem vom Schauplatzwechsel und das, was wir bis jetzt gesehen haben, ist es ja schon ganz gut, das verspricht auch einiges, aber es sollte ein bisschen mehr passieren. Ne? Bin ich mal gespannt. Wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.